So, hallo, ich befinde mich hier in Köln vor einer Schauspielschule. Da werde ich gleich mal reingehen und pünktlich zur Oscarverleihung mir das Schauspielern beibringen lassen. Und ich mache das nicht alleine, sondern ich mache das mit einem gestandenen Schauspieler, einem Mann, den Sie alle kennen aus Fernsehen. Oliver Kuritke, ja? Du bist auch nicht zur Schauspielschule gegangen? Nee. Okay, dann machen wir das jetzt. Dann holen wir das jetzt mal nach. Und du verdienst trotzdem dein Geld damit? Ja, noch ja. Mal sehen, vielleicht danach nicht mehr so. Ja, okay. Dann gehen wir mal rein und gucken, was da passiert. Lassen wir uns ein bisschen was beibringen. So, schönen guten Tag. Hart ist mein Name. Oliver Kretschmer-Zura. Sie sind der Leiter der Schule hier? Nein, ich bin nur ein Dozent hier. Ein Dozent? Klassenlehrer der I1. Die I-Dozieren. Genau. Die ganz klein. So, jetzt wollen wir mal schauen. Ich brauche das Mikrofon eigentlich gar nicht. Ich nichts mehr weg. Sie haben ja selber eins. So, na, Herr Kuritke. Kennen Sie sich eigentlich? Schön genug. Hallo, Oliver. Ja, vom Fernsehen oder aus dem Kino. Ja, genau. Also klar. Der war auch nie auf einer Schauspielschule. Was man natürlich merkt, wenn man sich die Filme anguckt, das ist eine ganz schöne Scheiße, die der sich da zusammenspielt. Und wir wollen jetzt einfach mal was lernen. Ich hatte früher immer gedacht, Schauspieler, das ist so ein schlechtes Image. Weil früher, ich habe es immer nur als Schimpfwort empfunden, als ich mich noch nicht damit beschäftigt habe, weil ich kannte es noch aus dem Fußballstadion. Ja? Ich bin halt immer früher zum FC Köln gegangen und da haben die immer, wenn einer umgefallen ist, immer Schauspieler. Was machen wir denn jetzt? Was? Ich habe eine Auswahl zusammengestellt von verschiedenen Übungen, die ich euch jetzt vielleicht vorstellen möchte, oder ihr startet einfach rein. Also ich würde erst... Hallo Oliver. Ich würde gerne etwas sehr Körperliches machen. Ja, was also, Körperliches? Ja, dass ihr erstmal körperlich erstmal die Konzentration... Okay. Oder es gibt dann am Ende hätte ich gerne noch, würde ich das Zentrum finden. Wo liegt dein Zentrum? Oh, was denn? Köln-Zentrum? Ja, oder, das körperliche Zentrum, das körperliche Zentrum. Ist das eher im Brustbereich oder Nö, hier. Ja, genau. Oder wo auch immer. Ja. Sack. Mhm. Und dann mal gucken, inwieweit das wirklich mit den ganzen anderen Körperteilen zusammenhängt. Ja. Einfach mal ausprobieren. Wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr die Schuhe auszieht, wenn euch das nichts ausmacht. Nein, wenn es dir nichts ausmacht. Das werden wir gleich sehen dann. Schon länger an gehabt. Ja. Ja, aber heute extra den weißen Pantomime-Strumpf angezogen. Ja? So. So, ich bitte jetzt einfach erstmal nur in dem Raum hier herumzulaufen, einfach nur erstmal ankommen, eine Arbeitsatmosphäre herstellen. Die einfach sich abschütteln vielleicht, die ganzen Verspannungen, die ihr habt vom Wochenende oder von der Arbeit, sich einfach mal ein bisschen befreien, ein wenig laufen, sich einfach ein bisschen lockern. Töne geben, sich ausschütteln einfach, mal in eine Streckung gehen, die Streckung 2 Sekunden halten. Und dann genau. Das machen wir jetzt nicht hier, um uns zu verarschen, sondern... Da kommen einige Sachen, damit man denkt, das ist eine Verarschung, damit man dann auch wirklich in eine Konzentrationsphase gehen kann. Das ist ja der Sinn dieser Aufwärmübung. Also schon also auch warm machen und so. Also ein richtiges Warmmachen. Sich richtig gehen und lassen? Was ja, richtig gehen lassen. Boah, ich bin durch die Scheiße, was hast du gefressen? Durch die Dings, durch die Bulette durchbewegt. Einfache ausladende Bewegung, kraftvolle Bewegung mit mäßiger Geschwindigkeit. Immer den Atem fließen lassen, sich wie in den Mutterleib wieder zusammen zurückverkriechen. Der meint das ernst. Versuchen, einen Ausfall machen aus dem Stehen heraus. Halt eben in einen Ausfall hineingehen, auch da die Spannung halten, wieder auflösen oder an einem imaginären Seil ziehen. Ich hab gut getreten. Eigentlich hast du keine Schuhe angehabt. Ja, aktives Gehen noch mal kurz gezeigt. Etwas wirklich werfen und dem Gegenstand folgen, bis er gelandet ist. Und auch bist du, Moment, bist du Gegenstand gelandet? Achso. Typisch. Ja, ja. Ganz schön, oder? So. Ihr stellt euch gegenüber hin. Ja. Mit, dass ihr so machen könnt und euch nicht berührt. Du bist der Spiegel. Und du bist derjenige, der in den Spiegel guckt. Ach so. Und versuche jetzt langsame Bewegung zu machen. Okay.
versuche die Bewegung langsamer zu machen, damit der andere auch wirklich die Möglichkeit hat, sie exakt zu kopieren. Dann genau den gleichen Anfangspunkt zu finden, den Endpunkt. Man kann natürlich auch noch die anderen Körperteile mit reinnehmen. Ja, also die anderen Körperteile. Lachen Sie doch. So. Vielleicht auch mal wieder eine neue Bewegung machen oder sowas. Also eigentlich, ja. Wir können es einfach mal umdrehen. Jetzt ist Stefan der Spiegel und Oliver guckt in den Spiegel. Okay, ich guck in den Spiegel. Dem anderen die Möglichkeit geben, auch wirklich zu folgen. In die Augen gucken, dem anderen. Ich zieh schneller als mein Spiegelbild. Ich zieh schneller als mein Spiegelbild. Ja, aber auch hier diese, das, die Schauspieler gehört ist ja auch, wenn man, das dass ist man hier gut, den hier macht, diese. So, jetzt machen wir was? Jetzt versuchen wir gleich im Anschluss, also als zweite Übung, die Tassenübung zu machen. Das ist so die berühmteste Übung eigentlich, die es aus dem Method so gibt, dass man sich vorstellt, man hat immer die Augen Method geschlossen. Method, muss man kurz erklären, ist? Method ist eine Methode. Method Acting. Method Acting, erfunden, ja. Erfunden von Herr Strasberg. Genau. Von Lee Strasberg. Genau. Ja. Augen bitte geschlossen halten während jetzt der gesamten Tassenübung. Und sich jetzt vorstellen, sonntags, morgens, ihr wacht auf, zu Hause. Und eure einzige Aufgabe ist, in die Küche zu gehen, euch eure Lieblingstasse herauszuholen und macht euch euer Lieblingsgetränk. Kaffee, Tee, Kakao. Das, was ihr immer am Sonntag trinkt. Immer die Augen geschlossen halten. Ihr steht auf, es ist Sonntagmorgen. Bei mir zu Hause. Bei euch zu Hause. Bei euch zu Hause. Bei mir zu Hause. Ich gehe also auf den originalen Weg vom Bett. Genau, den Originalweg vom Bett. So. Versuchen wirklich immer die Augen geschlossen zu halten. Und das so genau wie möglich versuchen, den Weg zu finden. Wo ist eine Tür? Wo darf ich nicht gegenknallen? Dauert bei mir länger bis in die Küche. Das sind mehrere hundert Meter. Wo ist der Wasserhahn? Auch versuchen, so genau wie möglich zu sein. Und bereitet euch euer Lieblingsgetränk vor. Mach's mit, das mit.